Erfolg wird anders gemessen, wenn jemand im Koma liegt. Im Krankenhaus Sant'Anna in Crotone in Kalabrien kümmern sich 200 Angestellte mit viel Hingabe und neuester Technik um Koma-Patienten. Die Erfolgsquote bei den Entlassungen liegt 20% höher als der nationale Durchschnitt. Die Angehörigen werden in die Behandlung mit eingebunden. Marias Sohn fiel im Jahr 2007 nach einem Motorradunfall ins Koma. Sie erzählt, wie wichtig es ist, dem Patienten jeden Tag Zuwendung zu zeigen. Jede Zärtlichkeit, jede Umarmung zählt. In den vergangenen 7,5 Jahren seit seinem Unfall hat er enorme Fortschritte gemacht. Er spricht zwar nicht, aber er schaut mich an. Er umarmt mich, er streichelt mir über das Haar. Für mich ist das eine unglaubliche Freude. Giovannina war nach ihrem Autounfall im Sant'Anna Krankenhaus. Jetzt ist sie zu Hause und wird von ihrem Mann und ihrer Tochter versorgt. Aber über Skype kümmern sich die Spezialisten aus Sant'Anna weiter um sie. Der Direktor des Krankenhauses sagt, in der Wirklichkeit sei es nicht wie im Kino, wo einer aus dem Koma erwacht und gleich einen Cappuccino trinkt. In der Wirklichkeit sind die Schritte minimal, so klein, dass man sie manchmal nicht sieht. Doch da sind sie.